So, und damit gehen wir auch schon in die Knife. Die habe ich gerade ein bisschen verträumt. Aber ihr wisst ja, ne? Knife Runs sind ja eh nicht unbedingt meins. Da sieht es momentan gut aus für LGB. 3-on-1, Adrian geht down. Und damit die Knife Round schon mal an die Jungs von LGB. Ja, Knife Rounds hasse ich ja eh. Muss man ja nicht zeigen, ne? Also, was hier bei mir auf der Straße los ist, als würden sie bei mir im Wohnzimmer fahren. Jungs, habt das? Danke. Ich bin am Streamen. Irgendwo muss man seine Prioritäten setzen. Danke. So, auch geklärt. Alle Kopfnuss bekommen. Internetschelle. So, jetzt könnte es eigentlich auch live gehen. Ich hoffe, dass es jetzt live geht. Schon 10 Minuten im Rückstand, aber das passt. Das passt. Nee, achso, einer von LGB ist dann doch nochmal geliefert. Schauen wir mal, ob irgendwas sagt. Nee, ist noch nichts da. Oh, der Markloff hat es ja mit der Deagle schon dezent raus. Ne? Muss man ihn mehr lassen. So, wenn ihr noch Fragen habt, gerne einmal in den Chat rein. Vielleicht sind wir ja immer noch nicht live. Doch, wir sind live. Okay, keine Fragen stellen. Ciao. Wir gehen in die Pistol Round zwischen LGB und Astana. Ich hoffe irgendwie, ich bin wirklich sehr, sehr unparteiisch, allgemein in Counter-Strike. Außer wenn natürlich irgendein deutsches Spiel ist oder sowas. Oder international deutsches Team antritt. Aber die Jungs von LGB haben sich wirklich letzte Woche ein bisschen in mein Herz gespielt. Also, bin ein bisschen verliebt. Muss ich sagen. Astana wieder mit dem Standardaufbau, den wir eben schon gesehen haben. 1-2-1-2, aber wo hat er den denn gemacht? In der Mitte? Jetzt ernsthaft? Okay. Ja, habe ich mit gerechnet. Jetzt pusht der Haus vor. Olafmeister wieder. Also, wenn LGB das genauso spielt, wie sie das gegen Nip gespielt haben, genauso mit Eiern, mit so viel Mumm, dann kann das auf jeden Fall klappen gegen die Jungs von Astana. Und dann müssen wir halt nur hoffen, vielleicht kann mir das irgendwer sagen, vielleicht weiß es irgendwer, ob als erstes der direkte Vergleich zählt oder die Rundenzahl. Ich vermute wirklich fast die Rundenzahl. Und das wird natürlich unholbar sein bei 16 zurückliegenden Runden. LGB hat aber immer knapp verloren. Also das war nie sehr, sehr eindeutig. Markelov geht auf Frag, macht den Frag gegen Crims. Axel müsste da eigentlich noch irgendwo einsetzen. Jetzt muss er es ausspielen. Jetzt muss er Def gehen. Dann musst du noch Defer gehen. Verkrübel dich. Geh in den Boden, mein Freund. Jetzt der Retake über Ruine. Axel und Sküten. Dann einfach durch. Ja, Markelov und Adrian mit 3 Frags. Jetzt ist nur noch Olafmeister gegen 3. Macht einen. Sehr schön. Und geht. Oh. What the? Was zur. Wie bitte? Was war. Oh, wie bitter. Was war das denn? Was zur. What the. Wie bitte? Was? Wie? Hallo? Der tickt doch nicht sauber. Alter Schwede. Olafmeister mit 4 Frags. Ciao. Krasses Ding da von Olafmeister. Dreht der etwa wieder so auf wie gegen Nip? Macht erst Mitte den Klick. Macht. Alter Schwede. Das hätte ja fast von mir sein können. Ich hätte halt noch den Fuse geschafft, aber. Aber, alter Schwede. Krass, krass, krass. Exim jetzt auch wieder mit der Frag. Schöner Refrag. Wichtig, dass sie deinen Refrag machen. Exakt gegen Haus. Man darf da eigentlich nicht zu hart facen. Geht da so nochmal nach. Und das klappt. Und das klappt. Da rechnet Angel nicht mit. Exakt mit dem nächsten. Überzahl. Jetzt für LGB. Schön. Von Edward. Oh, Edward. Oh, was macht Edward denn? Verbankt sein ganzes Magazin.
geht down gegen Maxaki und jetzt ist es nur noch Adrian gegen den Rest. Er hat aber eigentlich eine gute Position. Bombe down. Sehr schön. Gut gemacht von Adrian. Gegen zwei. Das kann er noch holen. Turn one. Gut positioniert von LGB. Also darf auf jeden Fall nicht auf Frack gehen. Oh, Crims kriegt er jetzt richtig Probleme. Sehr schön von Crims. Erste Runde LGB. Richtig schöne Eco. Flo, du musst oben rechts ist ein X. Also wenn dir was nicht passt, dann, ne? Also ich kann mit konstruktiver Kritik sehr gut reden, leben, aber sowas wie, du bist scheiße, ist halt, Unterschicht. Ne? Also konstruktiv gerne. Du bist scheiße, ja, kannst du dir halt so, ne? Aber das ist die Eco, also sie scheint auch die Woche schon mit der Pistole echt stark gewesen sein. Meister, der kriegt jetzt richtig Party. Eieiei! Nimm die Pistole, das hat eben besser geklappt. Diesmal auch, sehr schön. Zwei Frags, eigentlich immer noch zu wenig. Weapon kann gepickt werden von Edward. Vier gegen drei gegen drei, Entschuldigung. Scüton! Ach, da ist einer gedroppt wieder. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also die haben es ja wirklich. Ich weiß nicht, wer es diese Woche gesehen hat. Schön von Scüton mit dem nächsten und jetzt ist es nur noch Markelov, aber er hat die Waffe. Markelov gegen drei. Oh, das. Ich glaube, Exim rechnet da nicht mit. Oh, kriegt man mit von Markelov. Markelov am Spot. 9 Sekunden, kann die Bombe noch legen. 2 on 1. Scüton schon weit vor. Ist ja eigentlich viel ruhiger spielen. Der darf da nicht drauf gehen. Geh weg. Doch, du hast wortwörtlich gesagt, du bist scheiße drin. Kannst du auch gerne nochmal zitieren. Entschuldigung, schlecht. Entschuldigung. Auch egal. Ja, ich sag ja, ich kann mit konstruktiver Kritik sehr gut leben. Aber... Ne? Alles andere brauche ich nicht. Aber wofür gibt es auch ein 99 Damage Forum? Kannst du gerne reinschreiben, wenn dir was nicht passt. Kannst du gerne drauf gehen. So, jetzt der schnelle B-Go von Astana. Schau mal, B sehr, sehr schnell eingenommen. Das haben sie eben nicht einmal so gespielt. Und jetzt fangen sie es auf einmal an zu spielen. Stehe ich auch nicht. Geht jetzt Mitte auf Frag. Einfach nur Pre-Shot, das war wirklich viel gebracht. Und jetzt spielen sie es halt wieder im Standardaufbau, diesmal nur mit 3-2. Also es war nur kurzes Anreden, Banane einnehmen. Gar nicht so schlecht von Astana. Kein Raum abgegeben. Auf B. Extrem close mit der Mecha und das ist halt halbherzig gespielt. Sie rennen erst vor. Edward und Dozier sind jetzt down und jetzt. Sehr schön von Extrem. Ich hoffe schon stark gespielt, macht den zweiten und macht auch den dritten. Sehr schön von Extrem da. 3 zu 1 für LGB. Wir schauen einmal schon relativ früh auf die Stats. 6 bei Olofmeister, wo man natürlich 4 einfach mal von der Pistole nehmen muss, wo er völlig eskaliert ist. Crims und Exim jeweils mit 4, Markelov und Adrian mit 5 und 3 Frags und danach fällt das extrem ab bei Astana. Auf geht's!
Track. Und Olaf fährt einfach durch. Der hat einfach mal komplettes Gaspedal durchgedrückt. Ist da wahrscheinlich kein mehr. Wird er schon vorher wahrscheinlich genascht? Nein. Einen macht er noch, Olaf Meister. Schöne Eco. Keine Waffe abgegeben. Eins. Sieht gut aus bei den Jungs. Kaufrunde bei Astana. Natürlich wäre es gerade eine Eco. Natürlich ist da nicht viel besonders bei. Aber es ist wichtig, gerade in so einer Eco keine Waffe zu verschenken. Und das haben die Jungs dann echt gut gemacht. Oh, was ein Shot von Adrian gegen Crims. Damit Überzahlsituation wieder für Astana. Mal schauen, wie sie es jetzt ausspielen. Exem hatte auf jeden Fall sehr, sehr früh einen Contact, aber da wird er überhaupt keinen haben. Denn die Jungs entscheiden sich für den A-Spot. Ja, immer noch A-Spot, aber die Frags fallen einfach für LGB. Also, das sieht alles ein bisschen halbherzig aus bei Dragons. Das ist jetzt wieder so, ja, wir gehen vor. Nee, wir gehen doch wieder zurück. Also, weiß ich nicht. Sieht nicht besonders gut aus. Jetzt splitten sie sich da auch wieder. Boah, zwei Headshots. Wie sind die gefallen? Ja, okay. Machen beide Frags. Sehr schön von Maxaki. Auf Short und das ist die fünfte Runde für LGB. Also das sieht dann doch sehr, sehr gut aus. Bei den Jungs. Ich lasse mich überraschen, ob sie es wirklich gebacken kriegen, hier sogar Astana zu schlagen. Die Spiele sind bisher immer sehr, sehr knapp gewesen von LGB. Also ich freue mich selbst bei einer 16. Runde noch nicht. Noch nicht. Wieder Richtung A. Den Aufbau haben sie eben auch sehr, sehr oft gespielt gegen CPA Rus. Mitte schon hoch. Das kann aber Sküten noch ansagen. Allerdings, ja, rechnet Olaf Meister mit nicht. Und Maxaki hat eine wichtige Position, da darf er nicht fallen. Da darf er einfach nicht fallen. Sküten macht einen, macht keinen mehr. Two on four. Oh, one on four. Also das wird nicht mehr zu holen sein für Exim, außer er eskaliert da völlig. Macht keinen mehr. Edward mit dem nächsten. 5 zu 2. Ja, bei Astana ist das ja wirklich so eine Sache. Die sind sehr, sehr gehypt worden, das Line-Up. Also sehr gehypt worden. Nachdem Navi und ESC und alles, was da alles durcheinander geschmissen wurde in der Pause. Da war ja mächtig was los. Das sah in den ersten Spielen noch nicht so toll aus bei Astana. Ich habe aber jetzt zumindest schon allein diese Woche das Gefühl, dass sich das stetig bessert, dass da immer mehr Zusammenspiel kommt. Ob das jetzt wirklich reicht, Elite zu werden, ja, also ganz oben mitzuspielen zusammen mit Nip und vielleicht, weiß ich, was wir im Moment noch haben, was wirklich stark oben mitspielt. Faculty hat in den letzten Spielen zum Beispiel richtig stark aufgespielt. Das kann glaube ich keiner sagen. Allerdings sind wir doch alle froh, wenn Nip große, große Konkurrenz bekommt und das wird das Geschäft beleben, enorm beleben. Also, ich traue denen vieles zu. Es ist ein starkes Line-Up mit viel Qualität. Wie es wird. Man kann Qualität einkaufen, wie es will. Aber es muss halt wirklich harmonieren unter den Jungs. Und wenn das klappt, kann ich mir vorstellen, dass die auf jeden Fall gut mithalten können. Sehr, sehr weit oben mitspielen. Das war das Wort zum Sonntag. Obwohl wir erst Freitag haben. 5 gegen 5 immer noch, aber schon viel, viel Zeit runter. Dragon setzt sich damit eigentlich fast schon zu viel unter Druck. Jetzt geht es aber B drauf. Also es war Fake und da steht Exem. Exem steht völlig alleine da. Muss da lange ausharren. Vielleicht noch einen Frag ziehen irgendwie. Sehr schön von Exem. Sehr schön von Exem. Er macht sogar zwei. Das ist ja weit über dem Strich. Das hat er sehr gut gemacht. 2 gegen 3 jetzt. Er hat seinen Job erfüllt. Sküten auch. Und jetzt sind es noch 9 Sekunden auf der Uhr. Makelov auf dem Spot.
der auch noch rennen muss wie sonst was. Makelov Low AP, 2 AP bei Makelov, geht sogar noch down gegen Krims. Die AWP ist auch down und damit die nächste Runde für LGB. Schön von Olaf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und da ist natürlich die M4 mal wieder leer. Also da kriege ich ja auch das Brechen dran, ne? Wehe, wehe, ihr macht mehr als 3 Schüsse in der, mit der Waffe, ne? Sofort leer. Instant leer. Die Waffe ist so schön. Die streut kein bisschen. Wenn du am Kopf drauf bist, der Gegner fällt sogar um. Ja? Aber wehe, du machst mehr als 3 Schüsse. Wehe, du hältst die Maustaste. Um Gottes Willen. Dann ist es ganz vorbei. Mitte weit eingenommen, wieder von Astana. Boah, schön von X. Der drückt, das ist ein Drückbär, das ist der Wahnsinn. Schon gegen Nip. Alter Schwede. Was der für Shots gibt, da denke ich nicht mal hinzugucken. Er aimt sogar dahin. Er gibt sogar den Headshot dadurch. Unfassbar. Lang eingenommen, Short auch, also sie splitten sich wieder. Sehr schön. Skütern mit dem nächsten Frag und damit 7 zu 2. Achso, von welcher Waffe ich rede? Ich rede von der, genau, von der neuen M4, ja, von der M4A1 mit Schalldämpfer, mit 20 Schuss, ja. Die ist schnell leer, meine Freunde, die ist schnell leer. Ist keine Waffe für Frozen Koki, muss man ja sagen, weil der durch ja eh nur durch, das werdet ihr dann auf dem Fall jetzt sehen. Scooten mit dem Frack in der Banane. Axen. Nächsten Exim wieder mit ein. Also ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, mache ich eine Facebook-Gruppe auf. We Hard Exim. Unfassbar. Oder die haben aber auch Nuts. Ich meine, manchmal schleifen sie auch ein bisschen auf den Boden, wie man gerade sieht. Eieieiei. Aber die haben wirklich Nuts in ihrem Spiel. Die trauen sich dann auch, wie wir das die Woche gesehen haben, gegen Nip einfach mal komplett offensiv zu spielen. Wie man natürlich auch gegen Nip spielen muss, ja. Also Nip da unter Druck setzen, anders hast du ja eh keine Chance. Aber das ist schön, dass so ein Team wie LGB das umsetzt und weiß, dass sie es machen müssen. So, Maxeki wird da jetzt noch super Lava bekommen mit Edward. Wird wahrscheinlich so, oh, die Fläche ist dumm. Die ist viel zu hoch. Oh, wie Edward da move. Oh, wie gut Edward das macht. Da kommt Bugs Bunny einfach die Mitte hoch und nimmt ihn richtig. Sehr schön. Nur noch Skyton und Crims. Was der ein Movement hat, der Junge. Edward. Schade. Gegen Krems. Bombe gelegt. Eigentlich doch gut gemacht von Edward. Sehr, sehr schön. Achte Runde aber für LGB. Und das sieht wirklich gut aus für die Jungs. Ich muss mal ganz kurz wieder mal einen Schluck aus meiner Ampulle nehmen, weil, ne? Ich habe noch, glaube ich, gefühlte 38 Stunden Friday Night Bash gleich vor mir. Und sonst. Und morgen früh noch EPS-Rele. Sonst klinge ich morgen, ne? Weiß ich nicht. Wie. Harald Junke. Ja, weiß ich nicht. So, und sie spielen nichts anderes. Es ist immer das gleiche. 2-1-2, beziehungsweise vielleicht mal eine Variation, dass sie in 3-2 spielen. Aber es ist immer das gleiche, was Astana spielt.
Wie Heino. Heino ist natürlich ein super Vergleich. Schwarz, braun ist die Haare. Ja, gut, das ist was anderes. Also, wieder viel, viel Zeit vergangen in der Runde. Und es ist eigentlich noch nicht viel passiert. Nur Dosia, ja gut, es sind halt drei Leute, die ein bisschen was kassiert haben. Aber damit setzt sich natürlich auch Dragons wieder komplett unter Druck. Das heißt, selbst wenn der B-Go jetzt nicht klappt, sie werden da durchziehen müssen. Sie haben gar keine andere Option. Da muss jetzt einfach der komplette Go auf B kommen. Wir schauen, was die CTs dagegen spielen. Onspot Crims. Wichtige Position. Oh, Crims banken durch die Smoke. Sehr schön von Crims. Adrian mit dem Refrag. Crims bankt wieder durch die Smoke. Kann da aber nichts mehr machen. Und sie können die Bombe nicht legen. Sküte mit dem Todesmove. Sküte macht einfach drei. Der denkt sich einfach so, ja, ich habe den Exploit Guide gelesen. Ich habe keine Smokes mehr. Ich renne einfach durch und mache die drei Frags. Holt den Bombenleger. Richtig stark. Aber auch, es ist halt nichts vorbereitet, was Astana da macht. Sie haben hier keinen Contact oder gar nichts, was gefaked ist oder sonst was. Ich glaube, eine Smoke wurde hier hingeschmissen. Ja, bitte. Derzeit standen sie schon zu viert hier drin. Es ist kein Raum eingenommen. Es ist nichts. Ja, also, das LG, selbst ein Team, ja, was heißt selbst ein Team? Das klingt halt auch wieder. Ich weiß nicht, ob sie es nicht ernst nehmen, aber LGB hat sich doch in den letzten Tagen einen richtigen Namen gemacht. Als würden die Jungs das nicht riechen können, dass da kein Argo kommt. Wieder der Contact in der Mitte. 9 Runden für LGB schon. Das ist richtig stark schon die erste Halbzeit von den Jungs. Oh, ich bin nicht drauf, Entschuldigung. Scoot dann wieder. Und mit Mystic macht Adrian dabei. Ne, Crims ist da. Ich mach noch einen. Und Crims macht den nächsten. Sehr schön. Gut gespielt da diese Doppeldeckung. Wird auch sehr, sehr selten gemacht. Ist schön, dass es auch so vieles positives Feedback an mich gibt. Ne? Natürlich gibt es negative Stimmen. Natürlich kann ich es nicht jedem recht machen. Das ist in Ordnung, wenn Leute sagen, du, ich finde den nicht so gut, ich kann den nicht so leiden oder der Stil gefällt mir nicht. Meine Güte, das ist normal. Das ist ganz normal. Aber wenn ich so Kommentare höre, da wird mir übel. Da kriege ich das Venom-Syndrom. Das Venom-Syndrom wisst ihr ja, ne? Alt-F4, nur bei dir. Kennt ihr ja. Wird auch noch seine Rache bekommen. Hallo, lieber Major. Bleib gleich mal hier. Du, ich gebe dir gleich noch... Beide Frags jetzt in der Action gegen Olaf und Skytin. Und das wird echt schwer dann noch irgendwie... Max Jackie auf dem Spot mit der AWPs. Das ist bockschwer, was er davor hat. Oh, macht den zweiten. Fast noch den dritten. Da wäre auch noch fast drauf gewesen. Damit die dritte Runde für Astana. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, machen wir das. Aber jetzt haben wir das auch hinter uns. Gewisse Vorkenntnisse. Was meinst du damit, Champion? In Champion? Irgendwie. Ist er wieder gecrashed? Nicht schon wieder, ich wollte schon sagen. Also, was ich nochmal sagen wollte, die Jungs hatten ja richtig, richtig Pech gegen Nip in der letzten Runde. In der allerletzten Runde, als es 15 zu 14 für Nip stand, hatte dann, ich weiß gar nicht, wie das war, ich glaube, es war sogar XM oder sowas, Timed Out, das ist natürlich richtig bitter, oder 14 zu 14. Also ganz, 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 ganz zum Schluss. So, Crimson Mitte, sehr schön von Crimson. Hat halt einfach mal die Lightning Strike. Die ist so hässlich, also bei aller Liebe. Oh, mit dem zweiten, stark von Crimson. Sehr, sehr schöne AWP da bei Crimson. Wenn er das sich auch, er traut es sich. Er traut es sich. Was kann hier passieren? Olaf da am Short, gute Position. Auch gut gemacht von Dosia, das hat er gerochen, dass da einer in der Smoke steht. Das ist ja auch mehr in Mode gekommen mittlerweile, sich ja in der Smoke zu verbuddeln. Exactly noch auf dem Spot. Exactly muss da einen machen, macht er 2-on-1 für Markelov. Markelov 6 AP, der kann noch nicht mehr runterspringen. Bombe kann er auch nicht mehr legen unbedingt. Nee, das schafft er nicht mehr. Das ist eigentlich nicht mehr zu holen für Markelov, außer er dreht sich jetzt im Kreis und gibt nur noch One-Clicks. Absolut nice. Güten und damit die 11. Runde für LGB.
Ach so, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst, Champion. Aber das kommt mit der Zeit. Ja, also, ne, die Bezeichnung und sowas, das merkt man ja. Merkt man sich irgendwann. Oh, Olaf Meister, das muss er callen. Also Mitte ist sofort hochgefahren, einer. Das muss er auch gesehen haben. Aggressiv in der Mitte. Spielt er da eigentlich auch ganz gut? Auch gerade eben, auch wenn er gefallen ist jetzt in der letzten Runde. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass sie sich so Aktionen trauen. Und das gefällt mir so bei LGB, dass sie da wirklich mit viel, viel Mut spielen. Natürlich kann das mal in die Hose gehen. Aber sie machen keine unüberlegten Aktionen, sondern sinnvolle Sachen, sinnvolle Offensivgänge, sinnvolle Refrank-Situationen bei den Jungs. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Angie jetzt mit dem Refrank. Angie mit dem Refrank. Wichtig, dass er dann noch einen holt. Meister zusammen mit Maxeki. Wieder 3 gegen 3. Also das holen sie dann doch noch mal ein bisschen auf, die Jungs. Sehr schöner Shot von Krim. 6 Sekunden auf der Uhr. Bombe kann noch gelegt werden. Spielen jetzt ruhig runter. Eine eklige Position. Von Angel da. Oh, den hat er gehört. Den muss er gehört haben. Den Step habe ich gehört. Auf geht's, den hast du auch gehört. Ich, er macht sie trotzdem. Er macht sie trotzdem. Exem. Zusammen mit Dosia. Beide Low AP. Und Exem macht ihn. Wenn Dosia da ruhiger aimt, dann hat er ihn. Das ist das 12 zu 3 in der ersten Halbzeit. Für LGB. Eine bärenstarke Leistung von den Jungs in der ersten Halbzeit. Richtig stark. Die Jungs imponieren mir sowas von. Ich werde wahnsinnig bei denen. Ich finde die klasse. Ich finde die Jungs einfach super. So, ich verabscheue mich nochmal ganz kurz in eine kurze Werbeunterbrechung. Und dann bin ich da mit Halbzeit 2. LGB gegen Astana Dragons. Und in der letzten Halbzeit, zumindest für heute, bevor es dann ins Friday Night Bash geht. Bis gleich. Top Player, Top Choice. Siehst du, ich kann das auch. Also ich könnte eigentlich auch die Werbesprüche machen. Sehr, sehr schönes Ding. Sehr, sehr schöne Produkte da von MSI. Muss ich sagen, gut, für mich auch zu teuer. Ja. Donations hin oder her. Ja, aber die werden ja in den Stream investiert. Das habe ich ja versprochen. Ne? Das heißt, bald gibt es ein wundervolles Mikro. Danke nochmal für all die, die gedonatet haben, damit ich mir da ein Mikro holen kann, die da so viel Mitleid haben. Der ist wahrscheinlich auch total auf den Sack geht, dass ich hier sehr, sehr leise mit dem X bin. Und ich hoffe, das behebt sich dann und das liegt nicht an der Soundkarte. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es an der Soundkarte liegt. Denn im OBS geht es auch schön, dass wieder bei LGB einer gedroppt ist. Freude kommt auf. Spielen Sie. Ach, da ist er schon wieder. Und damit gehen wir in die Pistol Round. LGB, Astana Dragons, 12 zu 3.
Also, sind wir ehrlich, das ist eine grundsolide, will ich schon sagen, grundsolide Ausgangslage für LGB. Die Pistol ist enorm wichtig für Astana. Holen sie die Pistol nicht? Ja, also, doch, dann lege ich mich ausnahmsweise mal fest. Ja, hat eben auch geklappt. Dann ist es ein GG für LGB. Sie haben sich Mitte sehr, sehr viel Zeit gelassen, haben T-Treppe gewartet und rennen jetzt Mitte. Rennen wieder Mitte zurück. Das ist, oh, die, oh. Also einige Leute, die wissen, wie ich spiele, wissen, dass wir das auch einfach spielen. Das geht eigentlich immer gut auf, ne? Ich spiele es eigentlich immer andersrum, dass man erst Banane anrennt. Adrian mit dem Frag. Gegen McSacky. Also wichtig. Und Edward hat eine super Position. Geht aber darum gegen Olaf Master. Sehr, sehr wichtig, dass er da den Refrag macht. Und jetzt kann natürlich LGB da gut aufbauen. So eine Überzahl, beziehungsweise, sagen wir mal so, sobald Frags fallen, ist es immer schwieriger für die CTs. Immer. Oh, schön von Olaf Meister. Da zwei wichtige Frags. Mach den. Ey, der ist ein Pistolgott, der Junge. Leck mich doch am Mocker, ey. Der schießt ja alles um mit der Pistole. Das ist ja der Wahnsinn. Zeig mir die Glock. Zeig mir, wie viele Frags du gemacht hast. Ah, ist der Eva-Bugs, der Go-To, ich vergaß. Überzahl jetzt. 4 gegen 2. Zehn HP bei Markelov. Macht aber noch einen Frag. Das, oh, wie gut er das macht, wie er den Fokus komplett aus sich zieht, Exem. Komplett. Und Olaf Meister da rumzieht. Den Olaf Meister macht das Ace. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Dieser Junge. Erste Pistol Round, 4 Frags. Zweite Pistol Round, 5 Frags. Gibt es einen besseren Spieler als Olaf Meister mit der Pistol? Ich glaube fast nicht. Sensationell, was der Junge in beiden Pistols da raushaut. Abartig. Einfach abartig, der Junge. Wahnsinn. Wahnsinn. Dosia schon wieder mit Low AP. Und damit schon 13 Runden bei LGB. Also es wird wirklich, 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 wirklich eng. Die guten Schweden. Schöner Frag von McSacky gegen Angel. Also bei denen sitzt auch einfach echtes Aiming. Es könnte natürlich wieder so ein Team sein, die ein bisschen für Furore sorgen. Das wäre schön, wenn da mal wieder ein Team nachkommt. Also mir gefallen die Jungs super. Wir hoffen mal, dass es von Gerüchten und sowas erstmal Abstand, oder sagen wir es so, dass keine Gerüchte aufkommen. Habe ich aber bisher auch noch nicht so viel gehört, dass da irgendwas gesagt wurde. Die spielen einfach gut. Die spielen wirklich gut. Die trauen sich was. Die haben Cojones. A ist eingenommen. Zu dritt über Mitte jetzt, beziehungsweise über Banane. Richtung Mitte zu viert. Entschuldigung. So. Ja, und die Waffen werden die Jungs safen. Astana versucht dann noch irgendwo Exfit Frags zu ziehen, vielleicht noch eine Waffe abstauben zu können für die nächste Runde. Und damit wären das schon 14 Runden für die Jungs von LGB. Und ich schreibe bei denen nach 14 Runden noch nicht Halleluja, denn das haben wir in den letzten Tagen gesehen, dass das auch richtig in die Hose gehen kann bei denen. Dass es dann doch nochmal eng wird. Aber sie haben natürlich eine überragende Ausgangsposition jetzt mit 14 zu 3. Banane wieder schnell eingenommen, da steht Adrian alleine, wirft eine HE runter, die ganz gut sitzt eigentlich. So, natürlich der Force Buy von Astana. Natürlich. Sie müssen ja kaufen. Sie werden da ja nicht auf Draw spielen.
geht wieder Richtung B. Das heißt wieder, es geht Richtung B. Zu 5, komplett eingenommen. Und das geht halt auf. Es geht halt auf, es steht nur Adrian da. Meiner Meinung nach ist die Smoke ein bisschen weit, die Adrian wirft. Hilft ihm nämlich überhaupt nicht, die Smoke. Wenn er die vorne setzt, hat er da immer noch einen Vorteil. Aber so bringt ihm die Smoke überhaupt nichts, Banane oben. Da stehen sie ja schon längst. Warum wirft er die Smoke denn so weit durch? Die müssen safen. Die müssen... Ja, das machen sie auch. Sehr gut. Sehr gut gemacht von Astana. Zumindest ist das jetzt. Aber warum... Einer auf B, wenn ich so viele Runden abgegeben... Es ist doch nicht so, als hätte man das Spiel bisher readen können. Sie haben 2 Runden in der zweiten Halbzeit gespielt. Sie können doch da kein 1:4 spielen. Ach, Jungs. Wenn es schon nicht mit Standard klappt. 15. Runde LGB. Und wenn es wirklich nach Rundenverhältnis geht, ist das natürlich bitter. Dann ist das wirklich bitter. Dann würde den Jungs nämlich 3 Runden fehlen. 3 blöde Runden. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann sich irgendjemand mal aus dem Chat nochmal schlau machen, wie das bei MSI Beat It aussieht, ob es nach Runden geht oder nach direktem Vergleich. Falls es nach direktem Vergleich geht, hat LGB hier die Karten vor, die Nase vorne. Falls es nach Runden geht, Astana. Ich weiß es wirklich nicht. So schlimm es ist, ich weiß es, aber ich weiß es wirklich nicht. Und wieder viel, viel Kontakt. Soll es Richtung A gehen und jetzt spielen sie zu dritt B. Also LGB readet das perfekt. Oder was heißt readet? Sie spielen es einfach gut. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, ob sie es wirklich wissen, dass es so ist. Allerdings schiebt Makelov jetzt rüber. Jetzt soll aber lang gefahren werden. Da steht Skytin zusammen mit. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Ehrlich zu sein. Mit Max Serki. Skytin muft da gut durch. Max Serki macht den Frag auch nicht gegen Angel. Jetzt zerfahren sie die da. Alle 5 an Short gestorben. An Long gestorben, Entschuldigung, an Lang gestorben. Und damit 15:4. Na, steht es? Steht. Pause. Das ist auch schön. Nur so eine Pause ist doch was Feines. Wer möchte das nicht? Ach, geht weiter. Hallöchen. Aber die, wenn jetzt hier eine Pause ist, dann heißt das natürlich eigentlich, dass Astana jetzt die Runde holt. Aber wir schauen mal. Ich mag, möge mich ja auch täuschen. Lang. Es geht mit dem Frag. Überzahlsituation für LGB. Jetzt rennen sie wieder zurück. Also ist Edward da schon gepusht. 4 gegen 3. Also spielen sie wirklich gut. Ist auch immer sehr, sehr variationsreich. Es ist nie so richtig das Gleiche, was die Jungs spielen. Selbst wenn sie eine Runde holen, überlegen sie sich was Neues. Allerdings ist meiner Meinung nach das jetzt ein bisschen sehr viel. Also da hätten sie jetzt einfach B drauf fahren sollen. Meine Meinung. Irgendwann ist die Spielerei auch vorbei. Und es ist zu viel. So, und jetzt geht's B drauf. Und jetzt steht natürlich Dosia da schon mit Anti-Flash. Wirft die sehr gut. Dosia macht 1. Oh, nur einen. Aiden noch da. Macht 2. Und jetzt ist nur Max Erke gegen 2. Beide Spieler in der Ruine. Schade. 15:5. Astana kommt wohl noch mal ran. Also,
Ich weiß, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die Jungs da 10 Runden am Stück holen. Aber wer weiß das schon? Wie sag ich so schön, man hat schon Schweine kotzen und Pferde fliegen sehen. Wer weiß, wofür das Ganze hier gut ist. LGB jetzt mit der Eco. Ich meine, sie sind nicht unter Druck. Sie können sich ja Zeit lassen. Haben noch viele, viele Runden. Oder können noch viele, viele Runden holen. Ein schöner Frag davon Scootern. Geht down gegen Adrian. Galli klingt er. Sehr schön. Olaf Meister. XM kann den Korn. XM kann den Mittelspieler Korn. Der wird wichtig. Den müssen sie irgendwie holen. Ja gut, jetzt nicht mehr. Edward. Also er weiß, dass zwei Spieler über Banane kommen müssen. Er weiß das. Und wenn sie das gut ausspielen. Ah, ich soll sie vielleicht sogar zu zweit ins Dark. Geht zu zweit ins Dark. Hab Mut. Die werden doch nicht hier wirklich die Eco holen. Was heißt Eco? Teilkauf halt. Das hat eher ein Force bei als sonst irgendwas. Hat er ihn gesehen. Und es sieht wirklich so aus. Es ist nur noch Angel. Angel gegen 3, das kann er eigentlich gar nicht mehr. Und die Bombe tickt schon viel zu schnell. Angel. Nee, das kann er nicht mehr holen. Und das ist das 16 zu 5 für LGB gegen Astana. Bockstarkes Spiel von den Jungs. Überragend haben die Jungs hier gespielt. Wirklich, wirklich. Das ist ganz großes Kino, was die Jungs hier auffahren in den letzten Tagen. Besonders heute dann nochmal wirklich das i-Tüpfelchen. So, und jetzt ist halt wirklich nur die Frage, zählt der direkte Vergleich oder zählen die Punkte? Ich weiß es wirklich nicht. Kann mir das denn keiner sagen? Sag mir das doch. Also, ich werde mich jetzt nochmal kurz schlau machen, wie das genau ist. Ob jetzt die Punkte zählen oder ob der direkte Vergleich zählt. Also sprich, die Differenz zählt oder der direkte Vergleich. Ich werde euch kurz noch was einspielen. Ich mache mich in der Zeit schlau und melde mich gleich wieder nochmal mit einer kurzen Ansage, nochmal mit der Tabelle, allem drum und dran. Und dann sehen wir uns danach auch wieder. Dazu aber gleich mehr. Hey guys, I'm Patrick Kornstedtman and I'm a team captain on Fnatic. Today I'm excited to show you the latest MSI gaming notebook, the MSI GE70. Take a look here. The MSI GE70, a mainstream laptop that fulfills every gaming, entertainment and office application. MSI GE70 works on a 17.3-inch full HD anti-glare screen. It gives bigger visible area and also greatly reduced reflections on the screen. GE70 is powered by MSI's exclusive Super Ray technology. It's like flying with a rocket. Super Ray technology on GE70 makes reading and writing speed 10 times faster than using a standard hard drive. GE70 is equipped with one of the latest processors and graphics cards. But speed isn't everything. MSI has more features designed for gamers and power users. You don't want to burn your palms? Even after playing games for hours? MSI Cooler Boost exclusive cooling design can keep GE70 always cool and stable. It monitors the temperature and brings out the heat to make you comfortable. You need a speedy internet connection to dominate time-conscious FPS games. MSI Killer LAN will ensure you act faster than your opponent. In addition, with Killer LAN, GE70 monitors all programs that are connected to internet and prioritizes the different tasks. Now you don't have to worry about being delayed by old updates, antivirus or BT downloads. Besides, enjoy fast online streaming videos with no delay. Watching YouTube or online HD videos will be faster than ever. Sometimes you may want to check walkthroughs or Facebook updates while playing games. This will be a breeze with MSI GE70. Matrix display can let you work with up to 3 monitors at the same time. No adapter is required. You never need to jump out of the game anymore. I have been a professional gamer for many years and I know better than anyone how crucial a good gaming keyboard is.
MSI works with SteelSeries to deliver the best possible gaming keyboard on notebooks. Okay, for gamers and power users, MSI GE70 is the best choice. MSI Notebook, top player, top choice. So, also, ich habe mich schlau gemacht. Es zählt der direkte Vergleich. Das heißt, aktuell, wir schauen mal ganz kurz auf das Board, ob das jetzt auch schon drin ist. Ich hoffe es. Ja, das Board ist schon drin. Ich zeige euch das einmal. Aktuell sieht es so aus. LGB ist auf Platz 3. Ja, sind vor Astana. Das heißt, Astana kann nicht mehr vor LGB kommen. Der direkte Vergleich zwischen diesen beiden ist so, dass Astana keine Chance mehr hat, auf Platz 3 zu kommen. Aber morgen spielt ESC gegen CPH Wolves, gegen Copenhagen Wolves. Das wird morgen das entscheidende Spiel sein für LGB. Das heißt wiederum, falls CPH Wolves verlieren sollte gegen ESC, sprich ESC gewinnt gegen CPH Wolves, dann ist ESC auf Platz 3, denn ESC hat gestern den direkten Vergleich gegen LGB mit 16-14 gewonnen. Das heißt, am Sonntag entscheidet sich ESC oder LGB. Um diese beiden Teams geht es sich noch. Da wird entschieden, wer weiterkommt. Also sehr, sehr schönes Turnier, sehr, sehr spannend. Schöner Modus, es gefällt mir sehr, sehr gut, was die Jungs rund um das MSI Beat It Team machen. Just beat it. Ja. Ich verabscheue mich für heute Abend. Vielen Dank fürs reichliche Einschalten, vielen Dank fürs Feedback. Ich verabschiede mich aber nicht so ganz, denn niemals geht man so ganz. Ich komme jetzt gleich wieder in circa 5 Minuten. Kann sein, dass ich das ein bisschen verschiebe, ich muss alles resetten, bla bla bla. Mit dem Friday Night Bash. Ihr habt immer noch die Chance mitzumachen. Es sind noch Nachrücker da, beziehungsweise Nachrückerplätze da. Die werden wir gleich verlosen. Ich überlege mir da was. Solange dranbleiben, hoffe ich. Fleißig ins 99 Damage Teamspeak joinen. Ich verabscheue mich. Immer schön den Helm aufhalten. Euer Mike.